Ja, ich bin Patrick Kunz aus Knöringen. Zu mir sagen sie Sander Pette. 50 Jahre jung, verheiratet, zwei Kinder, erwachsene Kinder. Und 2014 bin ich auf die Idee gekommen, als ich mir Halle gekauft habe, ich könnte mir doch auch mal, so wie ein Bild, wo ich gesehen habe in Facebook, so eine Mütze auf dem Helm ziehen, also Nikolaus-Santa-Mütze. Und das habe ich dann auch gemacht im Dezember 2014, ganz alleine, habe gemerkt, meine Güte, das kommt immer so richtig gut an. Und ich bin ganz beseelt nach Hause gekommen. Ich war ein anderer Mensch und habe gesagt, okay, nächstes Jahr gucke ich mal, da mache ich ein bisschen mehr drauf. 2015 habe ich dann viele Harley-Fahrer kennengelernt, habe gesagt, 6. Dezember habe ich eine Tour vor, ihr könnt euch gerne anschließen. Und seitdem sind wir seit 2015 als Gruppe unterwegs mit den Harley-Davidson Riding Santas. Am Anfang haben wir nur Schule besucht, ohne irgendwie Spende zu sammeln. Und seit 2016 haben wir uns entschlossen, ich habe beschlossen, dass wir für die Sterntaler Kinderhospiz in Dudenhofen die Tour auch nutzen, um hier Spendengelder zu sammeln, weil jeder gefragt hat, hey Pette, das ist so genial, für was kann ich spenden? Ja, da haben wir uns die Sterntaler rausgesucht, seitdem haben wir Kooperationen, ist jetzt einfach mal. Wir haben die Ehre, seit 2019 auch offiziell Sterntaler Botschafter zu sein. Es ist uns eine Ehre, ist uns aber auch gleichzeitig eine Herzensangelegenheit, hier so viel zu tun. Erstens mal für die Region selbst, Südpfalz etc. Und natürlich für die Menschen, für die Kinder, groß und klein, die haben Spaß mit uns an dem Tag, sehen was Tolles, können viel erleben. Ihr hört, da hinten ist die Hupe, das heißt für uns, wir müssen wieder aufsatteln, dass wir irgendwie im Zeitplan sind. Es geht jetzt weiter nach Schifferstadt, dann Waldsee, dann Speyer und dann ist unsere Tour schon wieder im Dunkeln dieses Mal vorbei.